Hallo ihr Lieben, die Femmeramber, es ist Tag 10 und unser Thema heute ist Tacker und Tackspot. Und tatsächlich habe ich zu diesem Thema sofort eine Idee im Kopf gehabt, die ich jetzt mit euch umsetzen und mit euch basteln möchte. Ich habe mein Handy heute endlich mal auf Flugmodus gestellt. Danke Barbara für den Tipp, damit mir keine WhatsApp mehr mein Video unterbrechen kann. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann könntet ihr mich hier rumtanzen sehen wie Rumpelstilzchen. Aber ich gehe davon aus, dass es diesmal funktioniert. So, wir fangen einfach gleich an. Ich weiß schon, was ich machen möchte. Ich möchte einen Pinwheel-Tuckspot machen mit 4 kleinen Tags drin. Und wir starten einfach mal mit dem Tuckspot. Genau. So, ich habe mir hier 2 kleine etwas dickere Scrapbook-Papiere rausgesucht. Ich habe so einen kleinen Block mit so A5, nein nicht A5, das ist A6, mit A6 so Postkartenformat Papier, die auch ein bisschen zusammenpassen. Und aus diesem dunklen Grün hier werde ich mir jetzt diesen Pinwheel-Tuckspot bauen. Und das ist relativ einfach gemacht. Ich brauche 4 Streifen, gleich große Streifen. Ich markiere mir das hier gleich mal auf der Rückseite. Was haben wir hier für ein Maß? 16, also die sollten natürlich alle gleich groß sein, es ist völlig klar. 16 durch 3 kann ich jetzt mal wieder nicht teilen, ne? 5 cm würde gehen, aber ich will eigentlich ein bisschen breitere haben, denke ich mal. Lass mal ausmessen, wie groß ist das? Das ist 11,5. Wenn wir da 11 nehmen, 11, dann hätten wir 5,5 breit. Das könnte hinhauen, oder? Wir versuchen das einfach mal mit 11. Man muss jetzt mit diesem Pinwheel-Tuckspot, also ich nenne den Pinwheel, also so Windrad-Tuckspot, nenne ich den, da muss man jetzt relativ exakt arbeiten, deswegen messe ich tatsächlich auch mal was ab, was ich normalerweise ja nicht so mache. Ja, es nützt ja nichts, aber wenn das nachher dann nicht passt, ist es ja auch ärgerlich. 11, okay. Hier auf 11 cm. Habe ich das jetzt so krumm und schief gemessen? Was habe ich denn da oben gemessen? Das ist dann hier 11, oder? Das ist schon 11. Das ist unten nicht 11, oder ist das Papier krumm? Ah ja, guck mal hier, ne? Siehst du? Da. Stimmt ja auch gar nicht. So viel zum Thema, man muss hier sehr genau arbeiten. Ja, ja, natürlich, klar. Red du nur weiter. Was für ein Blödsinn. Gut, wir haben jetzt hier 11 cm und in der Breite muss das dann 5,5 sein, also genau die Hälfte von 11. Ihr könnt natürlich ein anderes Maß nehmen, aber die Breite ist halt immer genau die Hälfte der Länge. Damit das Pinwheel dann nachher auch wirklich funktioniert. So, dann versuchen wir das mal. Aber dieser Bleistift ist zwar, der ist irgendwie nicht gut. Ich brauche eine bessere Spitze, nehmen wir den hier. So, jetzt zeichnen wir uns die 5,5 an. 5,5 und nochmal 5,5. Und da hinten sind es natürlich keine, oder? Das sind immer noch 5,5. Es könnte hinhauen, aber ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. 5,5 und 11. Und ansonsten, wenn ein Schnipsel übrig bleibt, ist das ja weiter kein Problem für uns. Wir können ja schließlich alles weiterverwenden. Keine Frage. So, machen wir hier das Gleiche. 5,5. Unten auch. So. Also die letzten Tage habe ich mich ja mit den Prompts ganz schön herumgequält, teilweise insbesondere mit der Schneefrau. Ihr habt es gesehen vielleicht. Schneefrau war wirklich übel für mich.
Aber durch diesen Denkprozess, den ich da hatte, bin ich halt auf die Idee mit dem eingescannten Klöppeldeckchen gekommen. Und das fand ich wieder ganz schön. Also das hat mir da eigentlich wieder gut gefallen. Und da habe ich mich ein bisschen gefreut. So eine coole Idee da gehabt zu haben. Und das wäre mir vielleicht gar nicht eingefallen ohne diesen Prompt. So blöd, wie der mir auch erschienen ist am Anfang. Und meine Schneefrau mir auch wirklich immer noch nicht wirklich gefällt. Also nein, die gefällt mir nicht. Ja, so cool war das dann eigentlich, dieses Papier gemacht zu haben. Das hat mich dann gefreut. So, jetzt lege ich mir das mal so hin und schaue, ob das im Prinzip so passen könnte. So, das geht dann hier drunter. Ich glaube, das ist schon mal gar nicht so übel. Da, das ist relativ gut gelungen. Jetzt werde ich mir aber erstmal noch die Kanten distressen. Na, das ist mal Schritt 1, Kanten distressen. Zu kleben, dass das hier nicht wieder so ein ewig langes Video wird. Ja, so, das erste kleben wir so, und zwar kleben wir es an der Seite und unten, damit hier der Tagspot ist. Das heißt, einmal kleben wir hier, falls Kleber rauskommt. Hey, ich habe doch jetzt extra aufgestochen, warum kommt jetzt schon wieder nichts raus? So, und das andere machen wir auf dieser Seite. Dann kleben wir das ziemlich exakt, also eigentlich sehr exakt übereinander. Wenn wir da nicht exakt arbeiten an der Stelle, dann passt nachher das Pinwheel nicht zusammen. Das wäre ja auch nicht so schön. So, hier wieder das gleiche Spielchen. Sollte das Ganze zum Schluss relativ flach sein. Ich hoffe, dass das so hinhaut. Okay. Das heißt, wir haben jetzt 4 Tagspots in einem. Hier, hier, hier und hier. Und in diese 4 Tagspots möchte ich jetzt 4 kleine Tags einstecken. Für die Tags habe ich mir dieses als Rückseite ausgesucht, und die Vorderseiten möchte ich jetzt unterschiedlich gestalten. Und die Tags sind jetzt wirklich klein, die werden jetzt 4 cm breit sein. Ich markiere mir das hier schon mal. Da kriegen wir, glaube ich, alle 4 Tags aus einem Bogen raus, weil die wirklich sehr klein sind. Man kann da natürlich auch andere Maße nehmen, ganz klar. So sind die Tags natürlich noch zu lang, das ist ganz klar. So lang bleiben sie nicht, aber das ist schon ein Anfang. So, da haben wir unsere 4 Rückseiten. Hat das jetzt alles mit der Schere, weil meine Schneidemaschine in einem anderen Zimmer steht und ich habe keine Lust, da hinzurennen.
Und also gut, wer jetzt so eine Schneidemaschine am Tisch hat, so eine kleine Plastikmaschine, der kann das natürlich auch mit der Schneidemaschine schneiden. Das ist ja dann auch viel exakter. So, ich stecke das jetzt einfach nur mal so vorübergehend rein, um zu schauen, wie lang so ein Tag überhaupt sein darf. Es schaut eigentlich so schon ganz witzig aus, finde ich. So schaut es auch witzig aus. Okay, wir wollen ja oben an den Tag noch ein kleines Bändchen anbringen und eine Rückseite und ein bisschen, also das ist die Rückseite, eine Vorderseite und dann soll es auch ein bisschen abgerundet werden und ich würde sagen, der Tag darf so lang sein, dass er so weit heraussteht, wenn jetzt hier noch ein kleines Bändchen dran kommt. So, damit haben wir jetzt schon mal die Länge der Tags. Und können die zuschneiden. Nicht alle so wie das erste. Gleich in einem Rutsch schneiden. Patsch. Fertig, fertig. Das können wir noch für irgendwas anderes verwenden. Okay, gut. Machen wir das nicht. So, und jetzt möchte ich die Vorderseiten der Tags, die möchte ich jetzt ein bisschen unterschiedlich gestalten. Und zwar habe ich gedacht, ich verwende mal was aus Happy Mails. Ich habe von der Romy, habe ich in der Happy Mail dieses Papier gehabt. Und ich glaube, das könnte sehr schön eine Vorderseite werden. Von diesem Tag. Und ich glaube, ich werde es ein bisschen mehr hier in die Mitte hinkleben, wo diese Poststempel ist. Und Holy Ghost und Christmas. Und also das ist auch sehr weihnachtlich. Also ich gehe das hier auf. Genau, das mache ich jetzt einfach mal mit einem Prittstift. Wo ist mein Klebeplastik? Ich habe doch irgendwo so ein Klebeplastik. Das ist jetzt plötzlich weg. Und da ist es ja. Genau, damit... Tisch nicht immer voller Prittstift ist, nehme ich immer so meine Plastikfolie. Die kann man dann auch wieder abwischen. So, damit hätten wir den ersten Tag. Dann schneide ich mir den gleich mal aus. Diese Tags sind jetzt nicht sehr dick oder stabil, das ist auch nicht nötig, weil die eigentlich reine Dekoration sind. Man kann die natürlich auch dicker machen, dann kann man da besser drauf schreiben. So, dann habe ich das erste von der Romy schon mal verarbeitet. So, das zweite, was ich mir gedacht habe, was wir nehmen könnten, das zweite nehme ich... aus der Mail von Christina. Lass mich mal schauen. Ja, das ist von Christina. Und Christina hat mir in ihrer Mail einige Papiere geschickt. Und da ist sogar ein Tag dabei gewesen, der unter Umständen da drauf passen könnte. Der ist ein bisschen kleiner. Das ist jetzt dann doch nicht so gut. Wenn es kleiner ist, dann haben wir das. Das ist jetzt farblich ein bisschen zu anders. Dann nehme ich diese Buchseite. Sie hat mir so eine Buchseite geschickt. Und die nehme ich jetzt. Und klebe da meine Rückseite drauf. Ja, was da jetzt Rückseite und Vorderseite ist, das ist ja nun auch variabel. So, das ist von Christina. Okay, finde ich jetzt auch ganz gut. Gefällt mir. Liebe Christina, ich muss deinen Fünf-Teile-Tausch noch verarbeiten. Bitte verzeih es mir, ich habe es einfach noch nicht geschafft. Es ist einfach zu viel zu tun momentan. Wahrscheinlich schaffe ich es erst vielleicht kurz vor Weihnachten oder sogar erst nach Weihnachten. Ich bin nicht sicher, aber ich habe alles bereit liegen. Es wird passieren, keine Sorge. So, die letzten
beiden Tags möchte ich mitteilen aus der Happy Mail von Susanne machen. Susanne hat mir dieses schöne Kraftpapier hier geschickt, unter anderem. Und ich glaube, das wäre jetzt auch noch eine wunderbare Rückseite. Damit haben wir das. Ich glaube, das wird dann so hübsch kontrastreich, das Ganze. Und das Letzte, was ich mir gedacht habe, ist auch aus der Happy Mail von Susanne. Würde ich ganz gerne das hier nehmen. Da sind diese süßen Rehe drauf. Finde ich auch sehr, sehr niedlich. Und ich hoffe, dass, wenn ich das da drauf klebe, ich dann so ein, zwei komplett erwische von denen. Ja, ich glaube, das haut hin. Ich glaube, das haut hin. Das machen wir. Das hier nämlich da noch rauskommen. Das ist zwar irgendwie ein anderes Grün, aber ich finde das trotzdem ganz süß. So, jetzt haben wir das. Jetzt müssen die Tags natürlich noch irgendwie in eine Tagform gebracht werden. Ein Loch muss eingestanzt werden und ein Band soll noch dran. Okay, wir machen das einfach mal. Ich überlege, wie wir die Ecken gestalten. Ich habe doch da auch so Eckenlocher, vielleicht kann ich da irgendwas einfach ab. Vielleicht kann ich die mal ein bisschen anders abstanzen, aber das teste ich erstmal an einem Reststück. Weil wenn das nicht gelingt, wäre es ja schade, wenn ich jetzt die schönen Happy Mail Papiere versaut hätte. Wenn das blöd aussieht. Das kann man irgendwie gar nicht richtig... Dann kann ich das nicht richtig da reinschieben, das ist ja voll blöd, oder? So. Obwohl, so schlecht wäre das jetzt nicht. Können wir die Ecken so machen? Was sagt ihr? Das hätte mal ein bisschen was anderes. Können wir mal machen. Aber wir versuchen das mal. Genau. Wir versuchen das einfach mal. Ob man das so dann so sieht, bin mir noch nicht sicher, ob man das überhaupt genügend sieht. Obwohl auf dem Hintergrund, auf dem dunklen grünen Hintergrund, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, da haben wir schon mal die Ecken ein bisschen abgerundet. Jetzt werden Löcher gestanzt und ich werde dann Lochverstärker-Ringe aufkleben, mache diesmal keine Ösen rein, weil mir das dann zu dick wird. Das soll mal ein bisschen ein flaches Ephemera werden. Und ich muss natürlich diese Lochverstärker, die muss ich natürlich erstmal distressen hier. Klebe die vorne und hinten dran, also ich brauche auf jeden Fall 8 Stück. Die sind aus Papier, die gibt es beim Action, überall, wo es so Büromaterial gibt, kann man die Dinger kaufen. Also die gibt es wirklich überall. So, und jetzt brauche ich wieder meine Lochstanzhilfe. So, weil mir das ja die liebe, nicht die Ute, sondern die King Kong gesagt hat, ich soll was drunter legen und dann das Loch stanzen. Aber welches brauche ich denn jetzt überhaupt? Brauche ich das ganz große Loch oder? Ja, ich nehme das große Loch. So, genau, ich lege jetzt was drunter und stanze ein Loch. Also hier hin, dass ich den Ring noch aufkleben kann auch. Möglichst in der Mitte. So, stanzen, stanzen und fertig. Oh, das hat mal wieder perfekt geklappt. Dieser Tipp war wirklich Gold wert. Gold war der wert.
Also ich bin jetzt eigentlich ganz happy mit meiner billigen Lochzange hier. Die macht das, was sie machen soll. Noch ein Band, das ich da durchziehen kann und vielleicht noch irgendeine kleine Deko, die man oben drauf kleben kann. So, als Band habe ich mir gedacht, in der Happy Mail von der Susanne war ihr schöne Sternenborte dabei und wenn man davon einfach jeweils 4 solche Sterne nimmt und da dran macht, ich überlege mal, 4 Sterne sollten ja reichen für eine. Ich schneide mal 4 Sterne ab. Ich versuche das durch das Loch zu bekommen. Ich weiß noch nicht, ob das klappen wird. Ja, das geht. Das ist zwar ein bisschen tricky, das Ganze. Warum habe ich 5 Sterne abgeschnitten? Das war natürlich jetzt irgendwie auch ein bisschen deppert. Aber gut, ist ja auch nicht so schlimm. Schneiden wir halt einen weg. Den kann man noch für was anderes verwenden. Und dann klebe ich die beiden oberen Sterne so zusammen. Aufgabe, außer der Tackspot ist fertig. Also wir haben jetzt den Tacker noch nicht verwendet. Und den verwende ich jetzt noch, indem ich nämlich hier oben noch eine kleine Spitze oder so etwas dran tackere, habe ich mir gedacht. Dann schaue ich mal kurz in meiner Spitzenschachtel nach, was wir da so dran tackern könnten. Hier haben wir einen Tacker. So. Etwas Kleines sollte es möglichst sein. Das wäre jetzt schon mal eine Möglichkeit. Das ist auch recht schmal. Oder auch sowas Goldenes. Das wäre auch ganz witzig. Ja, das ist zu groß. Das ist alles ein bisschen zu groß. Auch zu groß, zu breit. Man könnte so was Goldenes hinmachen, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu breit. Wenn ich da was Schmaleres finden würde, wäre es auch nicht verkehrt. So, das könnte gehen hier. Dann haben wir 4 verschiedene goldene Sachen. Dann machen wir auf jeden, wir tackern an jeden etwas anderes dran. So, wir fangen einfach mit dem an. Das passt dazu am besten. Eine Spitze. Die hellen Spitzen sollten eher zu den dunkleren und die sollten zu denen. Dann nehmen wir das hier. Okay. Die Spitzen habe ich alle hier auf so selbstgeschnittenen Kärtchen aufgewickelt.
fast alle. Also ich habe noch nicht wirklich alle Spitzen gewickelt, aber das ist alles aus so Restkarton, so Abfallkarton, Verpackungskarton, das ist rausgeschnitten. So. Das will ich jetzt einfach oben dran tackern. Vielleicht so, dass es wie eine Schleife da oben hingetackert ist. So. Ob das geht, ich bin gespannt. Entschuldigung, es ist recht laut, aber anders kriege ich das nicht wirklich durchgetackert. So, okay, das gefällt mir recht gut. Das machen wir dann mit den anderen auch. So, damit sind wir am Ende von Tag 10, Tagspot und Tacker. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich zeige das noch mal ein bisschen näher, was wir da heute gemacht haben. Wir haben also einen Pinwheel-Tagspot gemacht. Den kann man ganz glatt hinten aufkleben, problemlos. Dann haben wir hier diese vier Tags drin. Man könnte da jetzt auch was drauf schreiben, natürlich, klar, sicher, selbstverständlich. Die Tags sind halt mit Spitze verziert, mit einem kleinen Bändchen. Ich habe einige Dinge aus Happy Mails verarbeitet, was mich auch sehr freut, weil ich das immer schön finde, wenn man selber ein Video anschaut und sieht, aha, da wurde mein Teil verarbeitet, was ich verschenkt habe. Das ist doch schön und erfreulich, wenn man sieht, dass die Dinge verwendet werden. Das war's für heute, liebe Leute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir ein Abo da. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns morgen. Tschüss!